Hallo YouTube, hier spreche ich mit der Hauptstadt. I'm Assassin hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem N7 Nation Channel. Heute dreht sich erneut alles um das Public Team. Ich werde euch heute einfach mal zeigen bzw. eine kleine Vorstellung aller Member geben bzw. ja, für was für Gameplays sie denn so bekannt sind und was ihr von ihnen erwarten dürft auf diesem Kanal. Heute gibt es ein Gameplay von mir selber erspielt. Das habe ich auch schon mal auf meinem eigenen Kanal hochgeladen. Allerdings, ja, es ist eins meiner besten, vielleicht sogar das beste Black Ops 2 Gameplay, das ich bisher gespielt habe, von daher lohnt es sich eigentlich das Ganze nochmal hier hochzuladen. 110 Kills, allerdings nicht irgendwie mit Swarm, Hunden oder Loadstar, sondern mit fast non-lethal Killstreaks. Ich hatte hier Drohne, Blitzschlag und Orbital dabei, also nur eine Killstreak, die wirklich Kills macht. Der Blitzschlag ist zwar ziemlich stark, aber ja, ich sag mal, dafür, dass ich wirklich nur eine dieser Killstreaks dabei hatte, die wirklich Kills macht, geht das Ganze hier durchaus in Ordnung. 110 Kills auf der Map Raid mit der AN94 erspielt. Ja, unser Public Team besteht derzeit aus 5 Leuten, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und wir sind eigentlich, sage ich mal, eher für MW3 Gameplays bekannt gewesen. Also die Leute, die jetzt im Clan gerade sind, hatten, glaube ich, von denen hatten die meisten ihre Hochzeiten wirklich in MW3. Außer zwei, die sind wirklich für ihre Black Ops 2 Gameplays dann erst richtig bekannt geworden. Ich will einfach mal anfangen mit dem Cyan XBL. Von ihm habt ihr ja bereits ein Gameplay gesehen. Er ist eigentlich so ein bisschen so ein kleiner Mix aus einem ziemlich guten Spieler, der sowohl in MW3 als auch in Black Ops 2 einige richtig gute Gameplays gerissen hat. Von daher könnt ihr euch auf jeden Fall von ihm auch sehr, sehr viel in Call of Duty Ghosts erhoffen. Also er kommt eigentlich mit jedem Call of Duty Teil ziemlich klar, ob das jetzt Infinity Ward oder Treyarch ist. Für Pro-Gamer ist das eigentlich immer nie ein Problem, in Call of Duty irgendwie konstant zu spielen. Allerdings was Gameplays angeht, in der Public-Szene, das macht doch einen ziemlich großen Unterschied, ob es dann ein Infinity Ward oder ein Treyarch COD ist. Jedenfalls so sehe ich das. Und ja, beim Cyan dürfte das allerdings ja ziemlich gut laufen in Call of Duty Ghosts. Das ist so meine Prognose dafür. Dann kommen wir mal zum zweiten Leader, beziehungsweise so ein bisschen zum Co-Leader des Public Teams, dem Ezio XBL. Der hat sich ja selber auch schon ein bisschen vorgestellt, ich will ihn aber auch nochmal ganz kurz erwähnen. Er ist auf jeden Fall für seine Black Ops 2 Gameplays bekannt. Ich hoffe allerdings, dass er ja seinen Erfolg in Black Ops 2 dann auch in Call of Duty Ghost fortsetzen kann. Ich träume das auch zu. Er selber hat da noch so ein bisschen Schiss gerade, aber ich gehe mal davon aus, dass er das packen wird, denn er ist auf jeden Fall ein richtig guter Spieler. Und ich glaube, dadurch, dass er eben gerade erst richtig zu Black Ops 2 richtig gut geworden ist, kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass er diesen Hype dann eben mit ins neue COD nimmt und dann eben auch in Call of Duty Ghosts reißen wird. Und ja, was man zum Ezio auf jeden Fall auch noch sagen kann, er ist für seine 6 gegen 6 Gameplays bekannt, also er ist nicht so der Bodenkriegsspieler, aber in 6 gegen 6 Herrschaft hat er wirklich einige unglaubliche Gameplays gerissen, wie zum Beispiel dieses 150 Plus, was er ja im letzten oder beziehungsweise in seinem ersten Video hier auf dem N7 Kanal dann eben auch als Gameplay benutzt hat. Kommen wir mal zu einem weiteren ehemaligen Bolt Reloaded Member, der dann allerdings zwischenzeitlich den Clan verlassen hat. Dasher XBL, sein Gamertag, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich N7 Dasher, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall, er ist definitiv ein Spieler, der für seine MW3 Gameplays bekannt ist, also Infinity Ward. Ich denke mal, er wird das Ganze auch in Call of Duty Ghost so fortsetzen können. Da gehe ich mal davon aus, dass er keine Probleme haben wird. Er hat wirklich einige Triple Moabs gerissen, hat auch mit Support mal ein paar Rekorde aufgestellt, wie zum Beispiel die meisten Gun Kills in 6 gegen 6 Herrschaft. Also von ihm dürft ihr auf jeden Fall eine Menge erwarten in Call of Duty Ghosts. Und ich gehe mal davon aus, dass er den Gameplay-Standard aus MW3 fast schon übernehmen wird. Vielleicht nicht zu Beginn, ich denke mal, das kann man von keinem Spieler erwarten. Aber im Laufe der Zeit wird er auf jeden Fall an seine alten Erfolge aus MW3 anknüpfen. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Von daher könnte Call of Duty Ghosts mal wieder sein Spiel werden. So, dann kommen wir zum N7 Rex. Das ist ja das vierte sozusagen und letzte Member dann, ich will mich da jetzt einfach mal rausnehmen, weil man sollte nicht so, ja, über sich selber reden, aber auf jeden Fall zum Rex kann man sagen, auch er gehört in die Schiene Modern Warfare 3 Spieler. Er ist so ein bisschen eine kleine Ausnahme, was so die Public Gameplays betrifft. Er spielt eigentlich ziemlich gerne Liga in Black Ops 2, hat auch in MW3 ziemlich viel Game Battles gespielt, also ja, ist er eigentlich so eine Mischung zwischen einem kleinen Pro-Player und einem Public-Spieler.
Aber da er eben auch in MW3 im Public-Bereich wirklich ziemlich gut war, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er das eben dann auch in Call of Duty Ghosts wieder zeigt. Und falls es ja wieder so etwas wie einen Liga-Modus gibt, was ich erstmal nicht glaube in Call of Duty Ghosts, also was sie auf jeden Fall nicht irgendwie angekündigt haben, aber falls es irgendwie da was Ähnliches auf jeden Fall gibt, dann können wir da auf jeden Fall Gameplays von ihm erwarten. Also er ist irgendwie so ein bisschen die Brücke zwischen dem Public und dem Competitive Team, was wir hier in den 7 aufgestellt haben, so kann man das durchaus nennen. Ja, das sind sozusagen unsere 4 Member, dazu eben noch mich als ja kleinen Leader sozusagen dieses Public Teams. Aber will da jetzt auch nicht zu viel mehr drauf eingehen. Ich hoffe wirklich, dass es gut laufen wird. Wir nehmen, wie gesagt, zu Call of Duty Ghosts dann nochmal neue Mitglieder auf. Aber für alle die, die mich jetzt schon angeschrieben haben, ich habe, glaube ich, auf meinem N7-Account, den ich allerdings jetzt immer noch nicht umbenannt habe, weil den Gamertag, den ich eigentlich machen wollte, N7 Ghost, wollte ich mich nämlich eigentlich nennen, den gibt es leider nicht mehr, der ist schon vergeben, weil es ein bisschen bitter ist. Deswegen muss ich mich nochmal neu dran setzen, mir nochmal was Neues überlegen. Auf jeden Fall, ich habe auf diesem Account, glaube ich, 40 Nachrichten jetzt in 2-3 Wochen bekommen. Und die letzten Nachrichten betreffen wirklich fast alle denen des N7-Team. Und ich bitte euch einfach, schreibt mich jetzt noch nicht an wegen dem Public-Team für N7. Also derzeit nehmen wir wirklich keine Member auf, sondern erst zu Call of Duty Ghosts wieder. Für alle, die das eben ja in dem letzten Video mal wieder nicht so richtig verstanden haben oder vielleicht sogar das letzte Video nicht gesehen haben. Auf jeden Fall, ja, an der Stelle ganz, ganz wichtig, wir nehmen erst zu Call of Duty Ghosts auf und auch da könnt ihr uns dann erst Nachrichten schreiben, wenn wir das Ganze eben nochmal speziell in einem Video angekündigt haben. Also auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben hier auf diesem Kanal. Das ist an der Stelle auch wichtig, wenn ihr Interesse habt, wirklich dem Public Team noch zu joinen. Dann möchte ich mich in diesem Video auch noch im Namen des gesamten Clans, und da glaube ich, mache ich nichts falsch, wenn ich das an der Stelle einfach mal so sage, für das tolle Feedback und ja wirklich die tolle Unterstützung bisher auf diesem Kanal und auch insgesamt für das Projekt N7 bedanken. Und auch wenn ich gerade das mit den Nachrichten angesprochen habe, es war ein bisschen stressig, die dann alle zu beantworten bzw. zu lesen. Ich habe auch nicht alle beantwortet, weil ich gar keine Zeit dafür hatte. Ich war nur ganz kurz mal eben auf diesem Altair XBL-Account online. Aber eigentlich zeigt es an der Stelle nur, dass wirklich ja so großes Interesse an diesem Projekt besteht. Und das ist eine wirklich ja ein tolles Gefühl bzw. das gibt uns dann eben auch natürlich die Motivation, dieses Projekt noch größer zu machen bzw. noch mehr Zeit rein zu investieren. Und ich muss sagen, ich bereue den Schritt zu keinem Zeitpunkt bisher, dass ich eben von Bolt Reloaded zu N7 gegangen bin, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ja auf längere Zeit auch nicht passieren wird, dass ich da irgendwie etwas bereue, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass dieses Team ja was ganz Großes erreichen kann, dass wir wirklich was schaffen können. Und das wäre an der Stelle wirklich eine richtig geile Geschichte. Also ja, wie gesagt, Dankeschön für jetzt schon über 2000 Abonnenten. Auch bei Mr. Semtex möchte ich mich bedanken, der hat ja auch unseren Trailer hochgeladen. Also das war auch eine ganz, ganz klasse Geschichte. Von daher, ja, bin ich schon wirklich ein kleines bisschen stolz darauf, ein N7-Member jetzt zu sein. Und ich hoffe, das geht in der Zukunft so weiter. Heute habt ihr einen kleinen Einblick in unser Public-Team bekommen, das dann eben in Call of Duty Ghosts erstmal auf Gameplays gehen wird. Ich bin auch wirklich zuversichtlich, dass ich dieses Team da einigermaßen, gut, ich will mich da jetzt nicht alleine rausnehmen, denn das war mehr oder weniger ein ja eine Teamabsprache, wen wir dann alles sozusagen ins Team reinholen. Also ich habe da nicht alles alleine natürlich geregelt, aber wie dieses Team jetzt derzeit aufgestellt ist, das freut mich wirklich an der Stelle wirklich und ich bin da ziemlich positiv, dass wir auch vom Gameplay-Standard her Call of Duty Ghost ziemlich ja weit oben sein werden. Wir sind alles nicht so wirklich die Support-Spieler, also wir spielen dann doch meistens Solo, was natürlich, sage ich mal, für YouTube mittlerweile nicht unbedingt so perfekt ist, aber ich gehe mal doch davon aus, dass wir auch mit unseren Solo-Gameplays überzeugen können. Und der ein oder andere aus unserem Clan, wie zum Beispiel der Dasher, hat ja auch schon ein paar Rekorde mit Support eben aufgestellt. Von daher, wenn es da irgendetwas zu erreichen gibt, glaube ich, dann ja, werden wir auf jeden Fall mit vorne dabei sein. Davon gehe ich mal aus, beziehungsweise kann es mir gut vorstellen. Und vielleicht gibt es ja auch noch die ein oder andere Überraschung, zu der ich allerdings nichts sagen kann. Wenn zum Beispiel ein ehemaliger Bolt X Casual doch noch mit dem Zocken auf der Xbox One weitermacht, wie es derzeit halt leider nicht aussieht, dann ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass er dann eben auch noch in das N7-Projekt reingeholt wird. Allerdings will ich da an der Stelle nicht zu viel versprechen. Ich bedanke mich an der Stelle auch erstmal für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.